Ja, die anfänglichen Wolken, die wir hier noch in San Antonio gesehen haben am Himmel, haben sich bereits verzogen. Wir haben es jetzt 8.15 Uhr, haben jetzt San Antonio auch so gut wie verlassen, würde ich mal sagen. Sind auf der Interstate 10 in Richtung Westen und haben uns als Ziel für die nächsten 2 Tage die Ortschaft Roswell herausgesucht, die sich im Bundesstaat New Mexico befindet. Das wird dann unser westlichster Punkt dieser Reise auf jeden Fall sein. Und was haben wir jetzt erstmal gleich vor? Wir müssen tanken. Der Tank ist nur noch zu einem Viertel gefüllt. Also nicht nur das Auto muss gefüllt werden, sondern auch unsere Bäuche. Das auch noch. Wir müssen auch noch was essen. Ja, dann mal sehen, wo uns es heute so hintreiben wird. Bin ich sehr gespannt. Kann sein, dass wir heute keine Höhepunkte erleben, weil wir durch ein Gebiet fahren, wo es, glaube ich, wenig Attraktionen gibt. Aber ich kenne mich auch nicht aus. Wir müssen gleich mal auf der Karte gucken. Aber erstmal, wie gesagt, tanken und dann was essen. Ja, was ist Roswell? Das ist eine Stadt und dort soll angeblich ein UFO abgestürzt sein. Ob man es jetzt glaubt oder nicht glaubt, egal. Auf jeden Fall, die Stadt dort besteht komplett aus so einem UFO- und Alien-Zeug. Also ist alles voll damit. Ich habe mir schon ein paar Bilder da angeguckt auf Google Street View. Also alles voll mit irgendwelchen Aliens, die da rumstehen. Also natürlich keine echten und auch keine echten UFOs. Also so alles so eigentlich schon Kitsch. Aber wenn die ganze Stadt damit voll ist, dann ist das schon irgendwie geil. Und muss man sich angucken. Ja, finde ich auch. Input 10. Noch Remove Card. Remove Ship Card. Was ist das hier für ein Scheiß? Prepay ins Welcome to Gas. Insert. Andersrum machen? Nee. Das ist für Insert. Insert. Was? Pin okay steht da. Wo soll er reingehen? Ich versuche einfach hier raufzulegen. Tanken ist ja doch ganz einfach, oder? Habe ich nie behauptet. Leck mich am Arsch hier langsam, auf Deutsch gesagt. Welche Säule haben wir hier? Pump number 5. I'll be back. Customer 29. Your shower is ready. Läuft. Ganz einfach das Tanken hier in Amerika. Sag ich doch immer. Kein Problem für mich. Thank you.
sind wir hier mal angehalten an der Interstate, also einer Picknick-Area. Und wir wollen jetzt mal die Drohne hochfliegen lassen. Das ist zwar jetzt keine besondere Gegend, aber es ist einfach so Texas, wie ich es mir immer vorgestellt habe, wie ich es auch richtig schön finde mit den ganzen Bäumen im Hintergrund. Und ja, die Interstate führt hier lang. Und da wir noch keine Drohnenaufnahmen gemacht haben in diesem Urlaub bisher. Ja, machen wir jetzt welche, weil sonst wäre es zu schade gewesen, die Drohne mitzunehmen und nichts damit gefilmt zu haben. Ja, also, da würde ich mal sagen, auf geht's. Musik raus für uns hier zum Hören auf Apple Music und wir können vermelden, dass wir die Höchstgeschwindigkeit dieser bisherigen Reise erreicht haben. Man darf nämlich hier 80 Meilen pro Stunde fahren und das ist... Das mache ich gar nicht an. Bist du noch verbunden? Ich bin nicht verbunden. Und was soll ich sagen? Und das ist nämlich eher selten. Habe ich auf der Interstate, glaube ich, noch nie gesehen. Aber hier kann man schön schnell fahren. Jeden Tag suchen wir nach einem Frühstück, was dann wohl wieder ein Mittagessen werden wird. Und hier sind diese Food Exits so dünn gesät, in dieser Gegend, wo wir gerade fahren, dass es wohl darauf hinauslaufen wird, dass es ein McDonald's wird, wo wir eigentlich gar nicht mehr hin wollten. Aber es gibt hier nichts anderes im Augenblick. Hier ist wirklich, ich will sagen, Einöde, aber hier ist ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Merkt man auch schon am Verkehr hier auf der Straße. Hier ist echt nichts los. Wir sind jetzt bei McDonald's und ja, Frühstücksangebot gilt noch. Diese Frühstücksburger schmecken zwar auch, aber ich habe gerade nicht so Bock gehabt mit irgendwas mit Ei und so. Deshalb habe ich mich für ein Burrito-Menü entschieden und Stefan hat ein Homestyle-Breakfast. Und jetzt müssen wir nur noch warten. Ist mit Tischservice. So, alles angekommen hier. Ich habe natürlich auch so ein Burrito bestellt. Ganz schön klein, aber okay. Und das ist mein Frühstück hier. Mit Pancakes, einem extra Sausage und einem Cake. Und Biscuit, oder wie das heißt. Wo ist der Sirup da? Hotcakes hier auf. Mal gucken. Ui, schön. So muss das sein. Ja, die Frage ist jetzt, was mein Burrito ist, weil ich habe einen Burrito bestellt
Also da. Kurz Moment. Ich hatte einen Sausage Burrito. Burrito. Das ist deiner, Stefan. Und die beiden gehören mir. Ist deshalb auch ein Sticker drauf. Ich habe auch einen Sticker. Ja. Und einen Sausage Burrito, den du bestellt hast. Gibt's noch Probleme oder was? So, so sollte das eigentlich funktionieren. Ich mache hier langsam meine Soße rauf, merke, ich drücke und es kommt nichts, aber die Tube ist voll. Es kommt komplett in meine Richtung geschossen. Ja, jetzt darf ich mich gleich umziehen. Wo ist denn? Scheiße. Nee, Ketchup. Nee, Hot Pecan Sauce. So, jetzt gibt es noch was anderes zu essen, muss sagen, das Frühstück war zum Kotzen. Ja, weil irgendwie, ich mag zwar auch mal so Ei, Rührei auch, und, aber die haben ja einen ganz kompletten Burrito mit Rührei gefüllt und muss ich jetzt auch nicht so haben. Kommt jetzt was Gesundes, ne? Ja. Kinderjoy gibt es zwar in Deutschland auch, steht ja auch auf Deutsch dran, Kinder, aber dann nehme ich mal was von den NBA-Dingern hier, Basketball, und dann gibt es noch Sour Patch Kids. Ja, jetzt brauche ich Stefan, weil der hat ja die Knete. Ohne mich geht's eben nicht. Mal schauen, was drin ist. Ich habe irgendwie Angst, dass es hier gleich alles langfleddert. So. Nur die Frage ist jetzt, hier wird wohl das Spielzeug drin sein. Oh, ich hab das Maskottchen. Und das kann man auch irgendwie zusammenbauen. Und hinten beim Arsch ist noch so ein komisches Loch. Ja, das sind so, wie man schon im Namen hört, saure Viecher. Und ja, die schmecken halt sauer. Das ist eigentlich das Komplette. Also Geschmacksrichtung, Stefan hat ja auch schon einprobiert, gerade eben Geschmacksrichtung kann man nicht wirklich rauserkennen. Ich glaube aber, dass die trotzdem alle Unterschiede schmecken. Aber probieren wir mal. Nochmal. Boah, das ist sowas, das macht richtig süchtig. Also ich mag auch diese Apfelringe von Haribo, das kann man schon damit vergleichen. Also, das ist eine so von meinen Favorite-Süßigkeiten. Ja, John meinte ja eben, das Frühstück wäre scheiße gewesen. Kann ich nicht so unbedingt sagen. Es war halt McDonald's-mäßig, nichts Besonderes, aber ich habe diese Sachen schon öfters gegessen, die ich hatte. Diesen Hashbrown und diesen Biscuit und Rührei, okay. Und diese Sausage-runden Platten da. Ich fand's okay. Es war vielleicht ein bisschen teuer für den Preis, aber da ich jetzt noch ein großes Getränk mit ins Auto nehmen konnte, schön eisgekühlt, war es für mich okay. Also, aber wir müssen es nicht nochmal wiederholen, da gebe ich schon wohl recht. Auf jeden Fall, nee, ich bin jetzt satt. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist jetzt so richtig Roadtrip-Atmosphäre aufgekommen hier bei uns. Wir fahren durch eine ganz tolle Gegend hier, alles schön verlassen. Straße, soweit das Auge reicht, und ja, ich glaube, so größere Ortschaften sind hier erstmal nicht zu erwarten.
wir es inzwischen 13 Uhr. Wir fahren hier immer noch durch Texas, durch einsames Gebiet. Wir wollten eigentlich gar nicht so weit fahren heute, habe ich mir vorgenommen gehabt. Aber selbst wenn wir jetzt einfach sagen würden, wir stoppen, hier ist einfach nichts. Hier ist weder ein Motel noch irgendwie, dass es hier mal einen Ort gibt, der sich lohnt anzuhalten. Wir fahren und fahren und fahren und nichts kommt. Ich höre hier im Radio schön passend Country Music. Johnny, was hörst du? Ich höre ein bisschen rum, was ich so auf Apple Music finde. Ein paar Playlists erweitern, ein bisschen ein paar Sachen gucken und hören, die ich so noch nicht kenne. Ja, und man kann ja mal, zeigen, was man hier so sieht, wenn man aus dem Fenster guckt. Oh, das sieht echt geil aus. Ja, fangen wir erstmal mit der rechten Seite bei John an. Das erinnert mich schon fast an unseren ersten USA-Roadtrip, weil dort sah die Gegend komplett so aus. Ja, wenn wir nach vorne gucken, sieht man die Straße und die Weite des Landes. Mehr ist da einfach nicht. Und das geht schon seit langer, langer Zeit so. Eigentlich die ganze Zeit. Ja, und dann hier noch an meiner Seite, da ist wirklich... würde ich fast nennen, Prärie-mäßig so ein bisschen, also aber alles schön grün. Ja, und da ist eben die Sache, selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir sind genug gefahren, was wir stundenmäßig eigentlich schon sind. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir gar nicht so viel fahren wollten jeden Tag, wie wir es bisher gemacht haben. Hier ist nichts. Wir fahren also munter weiter und wären in 3 Stunden und 50 Minuten. Also fast 4 Stunden da. Wären wir dann schon da in Roswell. Schon ist gut. Ja, schon. Das ist eigentlich zu lang. Aber egal. Wir sind jetzt in der Zwickmühle. Wir können einfach gar nicht anders. Haben wir uns so ausgesucht. Also geht es immer weiter und weiter und weiter. Irgendwie ist es ja schon gruselig. Also man weiß, an einem bestimmten Datum schaffen wir easy. Ja, weiß nicht. Aber an einem bestimmten Datum musst du wieder in Atlanta am Flughafen sein. Und dann. Ja, und dann fährt man einfach so weit weg, wie es geht. Ja, wir sind viel weiter westlich, als wir es eigentlich sein wollten. Also, aber es ist kein Problem, wir haben erst den 5. Tag jetzt unseres Roadtrips. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Wir müssen aber alles wieder zurückfahren, ist natürlich klar. Nirgendwo. Hier ist wirklich nichts mehr, außer Felder, Strommasten, ein paar Büsche und die Straße und ein neuer Temperaturrekord zu verzeichnen, 107 Grad Fahrenheit. Ja, und zu unserem Ziel, also was wir eigentlich für morgen vorgesehen haben, wäre es jetzt noch 2 Stunden und 20 Minuten. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Ja, aber es ist schon so, es ist schon ein bisschen anstrengend wieder. Und, aber gut, wir haben gar keine andere Wahl. Wie gesagt, hier ist ja nichts. Soll ich im Auto schlafen oder
keine Ahnung. Wir müssen mal abwarten, was hier noch kommt. Also hier ist eigentlich nur Ölpumpen. Ja, Ölpumpen und Gas, das haben wir hinter uns gelassen. Das Gas sehe ich jetzt nicht mehr. Aber schon Wahnsinn, was hier wohl noch an Bodenschätzen vorhanden ist. So, los geht's mit der Roomtour. Als erstes haben wir hier ganz anders als sonst einen Spiegel und das Waschbecken. Das ist ja sonst immer auch woanders aufgebaut. Dann gehen wir weiter ins Badezimmer. Eigentlich auch recht simpel. Toilette, Dusche. Ja, weiter geht's. Dann haben wir einen Spiegel, aber irgendwie... Ah. Kleiderschrank brauchen wir wohl nicht. Wir sind ja eh nur eine Nacht hier. Dann haben wir hier einen Fernseher. Das erste Queen-Size-Bett. Das zweite haben wir dort. Und gegenüber von diesem Queen-Size-Bett haben wir dann noch eine Arbeitsfläche. Ja, und das wäre es gewesen. Was ist das denn? Ein Fleck. Hier ebenfalls. Wo? Da. Da und da und da. Also das darf wohl nicht sein. Also die Flecken sind gar nicht schlimm, das ist alles frisch gewaschen. Das kann passieren, dass vielleicht mal irgendein Fleck nicht richtig rausgeht. Also das, muss ich sagen, entschuldige ich so. Dafür ist der Preis von diesem Motelzimmer unschlagbar. Und dafür ist das Zimmer wirklich super. Ja, hier sind wir also angekommen endlich, nach vielen Stunden Autofahrt. Das war nicht so geplant, das Ganze. Aber es ging nicht anders, weil einfach unterwegs, ja, da war Niemandsland. Sind wir also gefahren von San Antonio bis hierher 518 Meilen, nonstop fast. So, jetzt sagen wir erstmal, das ist eine Pause erstmal angesagt, würde ich sagen. Ja, Tag. Jetzt sind wir bei Wendy's wegen der Klimaanlage und wegen dem guten Essen. Ich kann es jedem ans Herz legen, wer bei Wendy's ist. Dave's Triple. Wer wirklich so Käseliebhaber ist und so, der muss den essen. Und auch das Fleisch ist geil, wie das dann zusammen und ganze. Boah. Ja, mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen, wie man hört. Und ich freue mich gleich auf mein Dave's Triple. So, da haben wir es auch schon. Ah, die Vorfreude ist wirklich da. Die Frage ist nur, was ist nun was? Das ist immer das Problem hier. Ich guck mal, was hier so ist. Ich schätze, das ist Bacon. Jo. Guckt ihn euch an. Meinen köstlichen Baconator. Und jetzt guckt euch den Stefan an, wie er reinbeißt. Ja, Moment. Das war jetzt bisschen. Muss man erstmal sehen, wie man den in der Hand kriegt, das Ding. Triple. Mmh. Oh. Hm. Und dazu Coca-Cola Raspberry. Bei mir gibt's Fanta Fruit Punch. Würde keiner glauben in Deutschland, dass das eine Fanta ist. Heilig. Oh Gott. Dann muss das Death Triple sein. Kurz Moment. So, jetzt gibt es keine Probleme mehr. Jetzt ist die Pommes runtergeschluckt. Dave's Triple. Ja, dann beiß mal rein. Nein, ich mache erst ein Instagram-Bild. Bist du bereit? Ja. Achtung. Kontrolle. Bisschen weiter weg. Mein Kopf ist ja ganz abgeschnitten. Quatsch. Quatsch. Okay. Achtung, es geht los. Kontrolle. Ach, schon besser. So, dann mal guten Appetit. Ja. War dein Burger heiß? Hallo? Was ist? Na, scheiß drauf. Lecker. We'll be right back.
Was befindet sich in der Grüntüte? Souvenir. Wir haben uns, es mag zwar kitschig sein, wir haben uns was gekauft, aber die Stadt besteht nun mal aus Kitsch und dann kann man auch dahinter stehen. Wir haben uns Salz- und Pfefferstreuer gekauft. Huch. Natürlich nicht. Boah, scheiße. Na geil. Zum Glück gibt's hier einen Zimmerservice. Oh, ich hasse dieses scheiß Styropor. Das ist so nervig. Kurzen Moment. Das geht. Ja, dann weiß eben, das ist ja doof jetzt. Mann. So, rausbekommen. Nun kann ich endlich zeigen, was das Ganze ist. Es ist nämlich ein Salz- und Pfefferstreuhalter in Form eines Aliens. Das Schild kommt natürlich weg. Das hier sieht natürlich ein bisschen doof aus, aber wenn dann erst die Gläser da reinkommen, sieht es doch schon viel besser aus und kann auch nicht rausfallen. Simone wird sich freuen über den Kitsch. Ja, guten Morgen nehme ich an. Normalerweise sage ich zum Beispiel, ich habe jetzt was zu sagen, Kamera an oder ja, das wäre es eigentlich, aber jetzt hat Stefan einfach mal so die Kamera angemacht und ich sitze hier und packe gerade meinen Koffer. Und jetzt geht er wieder weg. Was ist denn los? Ja, wir haben eine kleine Planänderung vollzogen. Wir wollten heute eigentlich in Richtung Route 66 aufbrechen, also Richtung Norden. Jetzt hat Simone noch per WhatsApp noch einen kleinen Tipp uns geschickt, den ich auch schon vorher gesehen hatte. Und zwar ein Nationalpark, der hier in der Nähe ist, kann man sagen, es dauert 2 Stunden, der heißt White Sands, ist aber weiterhin, also weiter in westlicher Richtung. Aber ich glaube, wir haben noch so viel Zeit, wir werden ansonsten wieder viel zu früh in Atlanta zurück sein. Darum machen wir es einfach jetzt mal. Und die Route 66 machen wir dann ein bisschen später, vielleicht sogar heute noch, wenn wir zurückfahren, keine Ahnung. Hier ist auch sonst wirklich nichts. Also, wo wir gerade jetzt sind, ist wirklich das nirgendwo erreicht, wie ich glaube ich schon mal gesagt hatte. Wir tanken gleich, vorher frühstücken wir und dann geht's wieder auf die Straße endlich. Sieht das nicht köstlich aus zum Frühstück? Eine leckere Waffel. Und außerdem habe ich dann noch mir Sausage und Rührei geholt und einen O-Saft. Und alles im Preis mit drin. Echt lecker. Ich mag das zwar auch alles, aber ich weiß nicht, der Aufenthalt bei McDonald's hat mir irgendwie so diese Frühstückslust genommen. Und ja, dann nehme ich lieber was Süßes, Muffins und ein Donut ist das jetzt hier nicht, aber so ein anderes Gebäck. Kuchen. 7.30 Uhr. Natürlich sitzen wir wieder im Auto und sind schon hellwach. Ja, es geht so weiter, wie es gestern aufgehört hat. Wir sind hier wirklich in einer Einöde. Aber das ist eben das, was für mich so einen Roadtrip ausmacht, dass man durch diese Gegenden fährt und einfach diese Landschaft auf sich wirken lässt und diese Einsamkeit, diese Stille und diese Ruhe, was alles so ausstrahlt, das einfach genießt. Und das ist für mich ein herrliches Gefühl und was ganz Besonderes. Ja, ich finde es auch schön hier. Man hat gut was zu gucken, aber zwischendurch sieht man immer wieder Häuser und dann denkt man so, also ich kann ja natürlich nur für mich sprechen, aber ich könnte niemals hier so leben, weil es ist so, es ist einsam und es ist sehr, sehr heiß. Es kann sehr, sehr heiß werden. Aktuell ist es glaube ich noch gar nicht so warm, wie viel Fahrenheit? 78. Das geht. Auf jeden Fall. Thank you.
Mal nichts gehört hat. Nichts außer Stille. Ja. So. Ich mach mal hier kurz auf Pause. Man konnte es vielleicht erkennen, es handelt sich hier um das Video von Simone. Gucken wir uns in Amerika natürlich auch an. Und weil die Straße hier nur geradeaus führt, man sich nicht konzentrieren muss auf den Weg, gucken wir uns mal eben unterwegs an. Hast du ein bisschen Sorge dabei, dass Stefan hier beim Autofahren einschläft? Ja, aber da es früh am Morgen ist, kann das nicht passieren. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal weiter, nicht? Würde mich auch interessieren. Also ich denke auch immer dafür, dass wir mitten in der Stadt wohnen. Das ist hier relativ ruhig, auch wenn man hier draußen sitzt. Immer noch im Auto, aber Stefan ist jetzt auf einmal glücklicher. Ja, wir sind jetzt hier beim White Sands National Park angekommen. Haben bereits im Visitor Center eben diese Map hier erhalten. Und ich habe mal eben gefragt, ob man unser Passport, dieser American the Beautiful Passport, ob der noch gültig ist, den wir im letzten Jahr gekauft haben. Der ist im Juli abgestempelt worden. Und man sagte mir gerade, der gilt noch. Das heißt, wir sparen jetzt den Eintritt. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird, weil ich hier noch nie war und auch noch nie was davon gehört habe. Warten wir mal ab. Ja, wenn man mit Stefan unterwegs ist, muss man immer altmodisch sein und diese Papierlandkarten verwenden. Warum du wohl hier im Visitor Center keine digitale Karte erhalten hast, sondern diese Papierkarte? Nee, die hat er ja schon direkt mit seinem Handy. Ja. Ja, und da gucke ich jetzt rein. Ich habe gar gerade nicht so viel erzählt. Gut, und während John da reinguckt, genießen wir mal hier die Aussicht. Richtigen Weg, Johnny? Tatsächlich bringt diese Karte hier ziemlich wenig, weil die Strecke ist quasi, geht geradeaus, dann gibt es einen Loop und dann kann man wieder geradeaus zurückfahren und die Karte brauchen wir deshalb nicht, weil immer wenn jetzt hier ein Trail oder irgendwas ist, ist es ja eh ausgeschildert. Dann kannst du uns bestimmt schon mal sagen, was als nächstes kommen wird. Der Dune Life Natural. Ja, ein Dune Life Trail. Also mit Sanddünen irgendwas. Alles klar. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, und schon laufen wir hier durch die tolle Landschaft. Was man hier so hört, sind Grillen. Und was wir spüren, wir werden gerade gegrillt. Wir werden gerade gegrillt, genau. Also es ist schon sehr, sehr heiß, aber diese Stille. Welche Stille? Ach, sowas liebe ich. Ja, es ist eigentlich fast still. Bis auf die Grillen halt. Aber man kann die Stille trotzdem gut wahrnehmen. Es hört sich voll komisch an zu sprechen irgendwie, wenn es so ruhig ist. So, wir sind jetzt den ersten Trail entlang bis zum Ende gelaufen und ist schön, erst am Ende des Trails darauf hingewiesen zu werden, dass hier auch einfach Löwen rumlaufen können. Oder ist schon einer? Der Löwe hat Durst. Gut, dass wir Wasser mitgenommen haben. Was meinst du mit den, Löwen, die hier rumlaufen können? Hier sind also Plakate aufgestellt oder so Tafeln, wo man lesen kann. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht durchgelesen, was hier früher los war, so an Tierwelt und Vegetation.
Wir haben großes Glück, dass wir so früh angekommen sind. Wir hatten eben, glaube ich, 92 Grad Fahrenheit. Aber auch die machen sich bemerkbar. Es ist wirklich unbeschreiblich warm oder heiß. Man kann es eigentlich nicht lange draußen aushalten. Darum gehen wir jetzt wieder zurück und sind froh, dass dieser Trail nur so kurz war. Und wir, wie gesagt, Wasser dabei haben. Also schon ganz trocken im Mund. So, hier schon die erste Warnung. Es kann gefährlich werden. Man soll pro Person 2 Wasserflaschen mitnehmen, aber da wir nicht so ein großes Stück laufen, reicht jedem eine. Und ich würde sagen... Gefährlich wird es ab 85 Grad Fahrenheit, wie hier steht. Wir haben schon 90, oder? Wir haben über 90. Aber wir gehen ja auch nicht weit. Ja, wir gucken uns nur die Dünen da hinten an. Genau, das sind die namensgebenden Gebilde, sag ich mal, dieses Parks. Ich bin sehr gespannt, wie die Aussicht ist, aber ist so schon toll. So, das ist sie jetzt wohl. Ich denke mal, das ist die beste Aussicht, die man im Nationalpark White Sands haben kann. Ein Wahnsinn. Soweit das Auge reicht, sind diese weißen Sanddünen zu sehen. Von der Hitze habe ich eben schon gesprochen. Kann ich nur wiederholen. Es ist kaum auszuhalten. Fast so wie im Tal des Todes, würde ich mal sagen, oder? Ja, Tal des Todes sind wir eigentlich recht wenig ausgestiegen. Ist aber auch schon etwas her, also ich glaube, es kommt, also jetzt auf jeden Fall kommt es daran, weil das ist jetzt, glaube ich, der Höhepunkt der Hitze, die wir in der Reise hatten. Vor allem, weil wir jetzt auch gut Distanz zu Fuß zurücklegen. Genau, für draußen. Wir haben natürlich schon höhere Temperaturen gemessen mit dem Auto, aber dass wir jetzt draußen sind. Okay, in, wie hieß es nochmal, wo wir waren? In Houston. Da war es auch so heiß wie hier jetzt, glaube ich, aber durch den weißen Sand hier. Aber kein Gemecker, es ist einfach eine absolut geniale Landschaft. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf, muss ich mal sagen. Ich auch. So, das iPhone hat sich gerade eben verabschiedet. Muss abgeschaltet werden wegen der Hitze. Und auch wir gehen jetzt zurück zum Auto. Mal sehen, was hier sonst noch so los ist. Aber erstmal mal gucken. Ja, ist kein weiter Weg. Aber mal sehen, wie es von hier oben aussieht, wo unser Auto steht. Ja. Thank you.
Klimaanlage läuft wieder, wir sitzen im kühlen Auto, alles wieder in Ordnung. Wunderschön hier. Wir haben getankt,
sind jetzt im Ort. Wie heißt der Ort? Carrizozo. Schreib mal. Carrizozo. Okay. Steht da hinten, glaube ich, auch nochmal. Carrizozo auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall sind wir noch in New Mexico und wir haben jetzt hier ein Restaurant entdeckt. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es überhaupt? Irgendwie was mit 1 Uhr oder 13 ja, Uhr, glaube ich. 13.17 Uhr. Ja, und wir wollen erstmal jetzt was essen. In einem Restaurant, weil wir Hunger haben. Das ist jetzt keine Fastfood-Kette hier. Das ist, glaube ich, auch was, also, ist was ganz Besonderes, weil wir sind hier in so einem kleinen Dorf und ja, das Essen hier gibt es nur hier. Wie eigentlich in jedem Restaurant, was keine Kette ist. Ja, was habe ich mir bestellt? Ich habe mir 3 Enchiladas mit Käse bestellt. Mit, konnte man dann auch noch entscheiden, grüne oder rote Chilis. Ich habe mich für die grüne entschieden, weil keine Ahnung, ich habe irgendwie, ich mag Schärfe und ja, zum Löschen gibt es dann Cola. Aber normalerweise trinke ich dabei recht wenig, weil sonst wird die Schärfe immer schlimmer. Oh. Ich habe mir erstmal eine Vorspeise bestellt, Onion Rings. Es gab groß und klein, ich habe natürlich groß genommen. Ich kann natürlich nicht ahnen, dass es wirklich dann so groß ist. Aber die Dinger, die schmecken so lecker. Die sind mir gar nicht zu vergleichen mit anderen Onion Rings, die ich bisher irgendwo mal gegessen habe. Das ist wirklich, glaube ich, echt selbst gemacht. Ja. Hammer. Die Enchiladas mit Käse sind da. Das. Oh, ich hätte nicht so viel Cola trinken dürfen. Im Restaurant ist ja noch was anderes, einen Gasstoß freizulassen als in einer Fastfood-Kette. Deshalb unterdrücke ich das Ganze mal. Ich habe mir dann als Hauptspeise zum Mittagessen so ein Chimichanga hier bestellt mit Bohnenmus und Reis. Und erstmal muss ich sehen, wie ich das alles schaffe. Auf jeden Fall habe ich einen tierischen Hunger. Bin auf dieses Bohnenmus mal sehr gespannt hier. Oh, lecker. Gute Entscheidung, mal nicht in so eine Fastfood-Kette zu gehen, sondern in ein Restaurant in einem kleinen Ort. Ich habe das Ganze ja in scharf bestellt und es ist aushaltbar, nur man merkt halt, dass der Körper so mit den typischen Symptomen anfängt. Also Nase wird ein bisschen flüssig drin, möchte nicht so sehr ins Detail gehen. Augen brennen ein wenig, aber es schmeckt besser, als es scharf ist. Ja, hoffentlich brennt es später nicht nochmal. Ja, wie man sieht, wir sind nicht mehr drin, wir sind jetzt draußen. Und ich muss wirklich sagen, es war richtig, richtig lecker. Das Essen hat auch richtig gut getan. Ich habe es auch wirklich wertgeschätzt und den ganzen Teller aufgegessen, im Gegensatz zu Stefan. Naja, ich habe das nicht ganz geschafft, aber es war auch so gut wie alle. Aber es war richtig lecker, muss ich mal sagen. Hat auch Spaß gemacht hier in so einer Umgebung, in so einer kleinen Ortschaft, ganz anders als wenn man so woanders essen geht. Also war richtig gut. Jetzt geht's weiter in Richtung Route 66. Ich hoffe, wir schaffen das heute noch. Mal gucken. Die Hitze ist immer noch da, aber naja, wir sind da schon gewohnt, ist auch egal. Ja, man muss Pech haben, wenn man genau in diese Richtung fahren muss. Ja, Pech haben wir gerade. Wir fahren mitten in so einen Regenschauer rein. Ist auch ein Glück vielleicht, denn eine kostenlose Wagenwäsche hat den ganzen Staub von der Wüste und den ganzen Dreck. Ist auch ein Mietwagen, müssen wir doch nicht zahlen. Trotzdem sieht es besser aus, wenn der Wagen schön glänzt. Ja, mal gucken. Wir sind auf dem Weg zur Route 66. Gar nicht mehr so lange dauert es, bis wir sie erreicht haben. So eine halbe Stunde vielleicht. So ungefähr. Da haben wir einen Ort erreicht, wo die Route 66 durchführt. Genau. Und ja, dann mal sehen, ob wir dann noch weiterfahren oder wenn der Regen länger dauert, dann natürlich nicht. Denn ja, was ich aber auch eigentlich nicht so schlimm finde, wenn wir jetzt eigentlich irgendwo anhalten an sich,
Es ist nicht mal die Hälfte der Urlaubszeit rum und wir sind schon langsam auf dem Rückweg wieder nach Atlanta. Nee. Also ja, langsam, aber auch nur. Wir fahren ja noch Richtung Norden. Wir sind noch ja, nicht. Aber wir sind quasi schon auf dem Rückweg, dass die Kurve. Ja, aber die Kurve Richtung Atlanta kommt. Nach oben aus. Da ist noch sehr viel, was auf. Was ich auf jeden Fall meine ist, wir können uns eigentlich auch gut Zeit lassen. Wäre auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir dann quasi einen Stopp machen würden, falls. Du bist wohl schon müde, was? Nö. Also gerade ist gemütlich, weil eigentlich bin ich so ein Mensch, der, wenn man im Auto sitzt oder drin ist, ich mag Regen und Gewitter und sowas sehr gerne und ja. Sieht auf jeden Fall gewaltig aus, was da auf uns zukommt. Wir hatten ja schon die Situation, dass wir anhalten mussten, weil der Regen zu stark war. Ja. Hoffentlich erwartet uns dies jetzt nicht. Ja, mal gucken, wie es aussieht. Bloß, aber die dicke Wolke ist über uns. Aber das Schlimme, das ist alles an der Seite. Und obwohl da vorne sieht es auch nicht so gut aus, kann das bestimmt was geben. Der Wagen könnte auf jeden Fall sauber werden. Das ist auch schon mal schön. So, ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Hier ist ein Windzug, aber der Wind ist sehr, sehr warm, also wie ein wärmals Föhn. Ja, was steht hier? Hier steht, dass wir kurz vor der Route 66 sind und ja, das ist ja die Route, die durch fast ganz Amerika führt, von Chicago bis ganz zum Santa Monica Pier in Los Angeles. Und ja, da wollen wir heute auf jeden Fall noch ein kleines Stückchen drauf fahren. Genau. Stefan, wie ist es, nach einem Jahr wieder auf der Route 66 zu fahren? Sehr schön, und wir haben es ja im Westen auch schon mal probiert, aber da war es... Wir haben es nicht hinbekommen, wir haben es nicht gecheckt, weil oftmals die Route eine andere Route wurde. Und ja, die ist ja nicht mehr durchgehend, das habe ich damals auch noch nicht so wirklich gewusst. Jetzt weiß ich es, dass sie sich mit der Interstate 40 immer irgendwie abwechselt. Aber so wie es vorgestellt hier, auch wie es hier aussieht mit den alten Häusern und den vielen Motels, die hier sind. Wir haben es geschafft. So, Wetter ist gleich geblieben, aber irgendwie, ich finde es gerade im Auto sehr gemütlich. Es ist sehr angenehm, ab und zu mal den einen oder anderen Blitz zu beobachten. Und ja, wir fahren jetzt von hier aus wieder zurück nach Texas, nach Amarillo. Das Wort ist ja schon ein Begriff. Und ja, dort suche ich gerade ein Hotelzimmer aus. Ich habe ein Hotelzimmer ausgesucht, muss es halt nur noch buchen. Über Booking machen wir das Ganze. Jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Während John nachguckt, kann ich das nochmal sagen? Amarillo wollte ich immer schon mal hin. Wir haben jetzt auch so einen Punkt erreicht hier gerade. Es ist jetzt 17 Uhr. Was sollen wir in Santa Rosa machen? Um 17 Uhr kann man nichts machen. Wenn ich das hier vor allem sehe, wie es hier draußen langsam, aber sicher dunkel wird und sich wahrscheinlich einregnet, dann haben wir gedacht, fahren wir einfach weiter in die Richtung, die wir eh fahren wollen. Und Hotels
vernünftige gab es nur erst in Amarillo. Das dauert jetzt noch ungefähr 2 Stunden, die Fahrt dahin. 2 Stunden, 10 Minuten. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir jetzt einfach das noch machen. Sind wir gegen 7 Uhr da, ist das aber auf jeden Fall die beste Lösung. Ja, und das Zimmer ist, also hier steht gerade, Ihre Buchung wird bestätigt, dann lädt das da so. So, dann kann ich gleich verkünden, ob das denn jetzt alles gebucht ist. Dann können wir auch Ihre Buchung ist bestätigt. Ja, super. Ja, und der Regen ist wieder da. Stefan, wie findest du das denn beim Autofahren, Regen? Bisschen störend, aber... Weil man nicht so gut sieht, oder? Unter anderem auch deshalb, ja. Aber es ist doch... Also Stefan ist ja so ein Typ, er liebt den Sommer, mag den Winter nicht, liebt die Sonne, hasst den Regen. Ich hasse den Regen nicht. Ja. Ich muss ihn jetzt nicht haben. Aber sei ehrlich, so ist es doch gerade gemütlich. Ja. Vor allem hier mit unserem Dach hier oben, wo man dann auch... Wenn es nicht schlimmer wird, ist es so gemütlich, da hast du recht. So, wir haben wieder eine Zeitzone überschritten. Es ist ein bisschen später geworden. Wir haben es nämlich jetzt bereits 20.30 Uhr und sind bei unserem gebuchten Motel angekommen. Ja, Stärkung mitgebracht. Hier war ich so schlau, habe bei dem Nesquik das Papier abgemacht, damit sich keiner beschwert und keiner bemerkt, dass es Nesquik ist. Oh, jetzt habe ich es verraten. Aber ich finde tatsächlich, der Rest schmeckt hier nicht so gut wie dieses hier meiner Meinung nach oder ist halt einfach überteuert und deshalb greife ich ganz einfach hier hin. Das haben die halt auch überall und ist hier halt überhaupt nicht verwerflich. Muss ich dafür nicht entschuldigen, also ist egal. So, jetzt haben wir hier unsere ganzen Sachen auf dem Dach aufgebaut, was wir hier so... Twinkies. Was wir jeden Tag mit ins Hotelzimmer nehmen und nie aufbrauchen. Und jetzt kommt gleich dann die Roomtour da oben. An der Kante, das Zimmer 253 ist unser Zimmer. Ja, erstmal Koffer hoch. Eins. Nehmen wir die Chips auch mit? Nö, ne? Wenn du die essen willst. So, auf geht's. Los geht's mit der Roomtour. Erstmal, wie immer, müssen die Koffer rein. Oh, schön kühl hier drin. Nee, die habe ich zuerst. Welche habe ich zuerst? Ein Koffer noch. So. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Diesmal geht's. Oh, ganz schön dicken Teppich haben die hier. Gemütlich. Ja, diesmal geht es nicht mit dem Badezimmer los. Das kommt zuletzt. Fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier die Betten. Erstes Bett, zweites Bett. Sind diesmal keine 2 Queen-Size-Betten, sondern 2 französische Doppelbetten, habe ich gelesen. Dann haben wir hier einen Fernseher, die Mikrowelle und einen Kühlschrank. Kühlschrank brauchen wir nur. Kommode brauchen wir auch nicht, da wir nur eine Nacht hier bleiben. Ja, dann haben wir noch eine Arbeitsfläche wie immer. Spiegel, Badezimmer. Ja. Und hier ist der Pott. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Da wollte ich ja auch gerade sagen. Jetzt hat Stefan es gesagt. Wir befinden uns, wie heißt der Ort eigentlich hier? Er heißt immer noch Amarillo und ist in Texas. Ah, stimmt. Wir genießen hier die einmalig schöne Aussicht. Moment mal eben bitte. Die Aussicht war leider nicht so dolle. Unter Amarillo stellt man sich dann wohl schon was Schöneres vor. Ja, und schon haben wir hier unser erstes Ziel erreicht, direkt an der Interstate, immer noch in der Nähe von Amarillo. Ein ganz bekanntes Kunstwerk. Ja, Stefan kannte das Kunstwerk. Ich habe es zum ersten Mal auf der Wand in unserer Hotellobby gesehen. Also ich kann dazu nichts erzählen. Es sind so Autos, die im Boden vergraben sind irgendwie. Ja, und das Ganze nennt sich hier Cadillac Ranch. Laufen schon ein paar Leute rum. Total viele Motorräder hier.
Ja, wollen wir uns mal ansehen. Sehen kann ich schon von hier aus. Ja, sowas ist Kunst in unserer heutigen Zeit. Da stellt jemand 10 Cadillacs oder steckt die in Sand, sodass sie halb rausgucken, auf einem ansonsten total leeren Feld an der Interstate. Ja, und dann kommen die Leute in Scharen hierher und sprühen mit Farbe ihre Initialen oder irgendwelche Buchstaben da drauf, sodass die Schicht dieser Cadillacs eigentlich nur noch aus dieser Sprühfarbe besteht. Aber ich wollte immer schon mal hier sein und habe das Bild schon so oft gesehen. Jetzt haben wir es durch Zufall entdeckt, dass es hier bei, ja, ganz in der Nähe ist, wo wir heute übernachtet haben. Ich finde, das sieht voll krass aus. Ich meine, man sieht ja von dem Auto gar nichts mehr. Es ist da alles drüber gelackt. Also die Autotür zum Beispiel ist jetzt so dick oder so. Uns läuft auch irgendwie fast alles schief. Wir hatten uns für heute vorgenommen, auf der Historic Route 66 lang zu fahren und ja, so ganz einfach ist das für uns irgendwie doch nicht gewesen. Sind wir wieder auf der normalen Route 66 gelandet. Und die Interstate 40 ist und die wir jetzt in Richtung Osten entlang fahren. Also wir sind auf der richtigen Reiseroute, aber ich hatte mir heute so vorgestellt, dass wir so durch kleinere Ortschaften durchfahren, wo es noch alles ein bisschen historisch aussieht. Das scheint es hier in dieser Gegend, in Texas, wo wir gerade sind, so nicht zu geben. Wir fahren jetzt Richtung Oklahoma City, das ist noch lange hin, bis wir da sind, haben aber einen Ort eingegeben, Shamrock heißt der. Das ist nochmal eine Chance für uns, die Old Route 66 mitzunehmen. Ja, genau. Also ich hoffe, das klappt diesmal. Sind wir gerade hier an der Gray County Line. Ja, John meinte eben, alles geht schief. Wir sind ja auf der richtigen Route, aber eben nicht so vom Aussehen her oder vom Feeling her, wie wir uns das vorgestellt hatten. Kann man nicht ändern, müssen wir durch. Wo wir auch noch durch müssen ist, dass wir noch was zum Essen suchen müssen. Wir haben nämlich noch nicht gefrühstückt, obwohl es im Hotel oder im Motel heute Morgen ein Frühstück gab, aber das war alles für mich irgendwie nicht so. Es gab zwar Waffeln, aber hat man keinen Bock drauf gehabt irgendwie. Und darum haben wir dann diese beiden Aufgaben noch zu erfüllen. Frühstücken und Richtung Oklahoma fahren auf der Route 66.
wir haben jetzt was gefunden und sind auch ausgestiegen. Ja, jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir hier. Ja, sind also doch ein bisschen an der historischen Route entlang gekommen, wo dann diese typischen alten Autos rumstehen. Und das Ganze hier sieht wirklich aus, ja, ich will nicht sagen verfallen, aber ja, historisch ist es auf jeden Fall. So, jetzt fahren wir hier ein bisschen weiter noch. Die Ortschaft, wo wir gerade sind, heißt hier McLean. Und wir wollen ja nach Shamrock. Das müsste auch auf der Straße auch zu erreichen sein hier. Ja, mal gucken, ob wir noch erstmal was anderes sehen jenseits der Interstate. Ist ja ein bisschen besser, wenn man so einen Roadtrip macht und fährt auch mal die kleinen Straßen ab, was wir jetzt endlich mal machen. Ja, und hoffentlich finden wir dann auch zeitnah was zu essen. Und ich habe noch Stefans Handy, weil ich gerade ein Foto von ihm gemacht habe. Danke. So, immer noch auf der Historic Route 66 und inzwischen sind wir in Shamrock und ja, jetzt sind wir hier angekommen. Hier ist, was wir gesehen haben, das ist ja der Wahnsinn. Hier fahren wir jetzt mal eben rauf. Das ist ja wohl der Hammer. Die ganzen alten Autos hier. Das ist, glaube ich, hier ein Stück Historie des Landes, wie man die ganzen alten Autos hier sieht. Es gibt sogar einen kleinen VW Käfer da hinten, habe ich gesehen. Wahrscheinlich eine private Autosammlung oder wofür das genommen wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall total interessant. Jetzt sind wir in einem Café, im U-Drop-In-Café und hier ist was ganz Besonderes. Und zwar an diesem Tisch hat 1963 Elvis Presley gesessen und Frühstück gegessen. So, ich kannte es bis jetzt noch nicht, aber ja, also Stefan habe ich gelernt, das soll doch eine sehr bekannte Stelle hier sein. Aber Stefan wusste auch nicht, dass Elvis Presley hier gefrühstückt hat. Das wurde uns einfach gerade so erzählt und gezeigt. Ja, es ist aber auch nicht deswegen nur bekannt. Es ist einfach eine historische Stätte auf dieser bekannten Route. Und es ist ein ganz altes Café, was immer noch so ein bisschen erhalten bleibt. Leider können wir heute hier nichts essen, weil der Besitzer on vacation ist. Aber drin war es sehr nett. Hoffentlich finden wir noch was anderes zu essen, denn mein Hunger wird immer größer. Wir können gleich Mittag essen, dann musst du wenigstens kein Frühstück bei McDonald's essen oder wo auch immer wir einkehren werden. Ja, ist auch gleich schon Zeit für Mittagessen. Thank you.
So, schon hat's geschafft, würde ich sagen. Fast. Gleich kommt erst der richtig fette Double Cheeseburger. Genau, das Getränk ist schon da. Wir haben hier schon bestellt und sind immer noch in Shamrock. Und das ist der Laden, wo wir hier sind, der heißt Hickory. Und ja, bisschen patriotisch angehaucht hier, sehr gut. Ja. Wie sind die Sprüche nochmal? Kannst du mir vorlesen? Ich habe es gerade nicht gesehen. Also, ich bin mir nicht sicher, hier hängen gleich zwei verschiedene Flaggen. Ich glaube, die Flagge, die amerikanische Flagge in schwarz-weiß mit dem blauen Streifen hat irgendeine andere Bedeutung, weiß ich aber noch nicht. Auf jeden Fall ist die normale amerikanische Flagge, das ist, warum wir frei sind, und die andere, warum wir sicher sind. Ich muss mal nachgucken, was das ist. Hier hängt auch der Trump an der Wand. Also, ja, natürlich nicht fehlen darf. Ja. So, wir gucken, wie es essen wird. So, ich gucke gerade nach, was diese Flagge mit dem blauen Streifen zu bedeuten hat. Steht hier natürlich alles auf Englisch. Ich übersetze das Ganze mal. Die Flagge symbolisiert das Verhältnis der Strafverfolgungsbehörde in der Gemeinschaft als Beschützer von Zivilisten vor kriminellen Elementen. Jetzt bin ich abgerutscht. Es ist ein Symbol, das die Kameradschaft von Polizeibeamten darstellt. Ehren Sie unsere Männer und Frauen der Strafverfolgungsbehörde mit dieser dünnen blauen Linienflagge. Ist ja was Gutes. So, Burger sind da. Boah, das sieht sehr gut aus. So schaut das Ganze aus. Und natürlich halte ich alles in Erinnerung fest auf Instagram. Deshalb muss ein Bild damit gemacht werden. Hoffentlich vernünftig. Guten Appetit. Super. So, und ich habe mir als Vorspeise Nachos bestellt. Die esse ich aber dazu. Der Burger ist schön heiß. Und ein leckeres, fettes, dickes Ding. Ich aber erst gleich essen werde. Erstmal Nachos und Dr. Pepper. Gut, dass wir hier sind. Nach dem äußerst leckeren Essen. Boah, ja, das muss ich nochmal loben. Das war echt, echt heftig. Richtig, richtig lecker. Und was ich auch richtig schön dort fand, in dem Laden, also insgesamt an dem ganzen Ort, das war, wie wir erfahren haben, ist das auch der Ort von Cars. Wie hieß das jetzt nochmal? Shamrock? Nee. Shamrock. 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 Gibt's nichts zu schämen, weil der Ort war wirklich sehr schön, was wir gesehen haben. Und lustig, wir haben so eine laute Stimme wahrgenommen. Im Restaurant. Im Restaurant haben wir so geguckt, so. Jeder hatte so seinen Schnack, ist ja auch so, ist ja auch wie ein Dorf, alles ein bisschen kleiner. Ist ein älterer Herr, der da an jeden Tisch geht, mit jedem spricht. Dann denken wir so, ja, ist halt das typisch Gutherzige, was man hier in Amerika erlebt. Und ja, sehen wir, dieser ältere Herr hat so einen Sheriff-Stern hier gehabt. Das war wohl hier der Polizeichef, der Sheriff. Und der war auch im Laden und sein Auto war auch neben unserem geparkt. Das war echt lustig. Und Stefan hat was Tolles entdeckt hier, einen sogenannten Texas-Tea. Das ist Eistee. Texas-Tea hier. Schmeckt sehr lecker. Von daher, genau, schmeckt, weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich Pfirsich, weil Texas-Tea gab es zwei Stück. Eins in diesem Orangeton und eins in einem gelben Ton. Und ja, es gibt jetzt Zitrone und Pfirsich. Stefan war vernünftig, hat sich für Pfirsich entschieden und nicht für Zitrone. Jetzt fahren wir erstmal in Richtung Bundesstaat Oklahoma. Ja, da haben wir es kaum ausgesprochen, dass wir nach Oklahoma wollen, in den Bundesstaat. Da sind wir auch schon da, weil wir gesehen haben, dass immer so viele Amerikaner vor diesen Schildern anhalten und dann ein Foto machen. Haben wir gedacht, passen wir uns mal an. Und hier sind wir genau an der Grenze von Texas nach Oklahoma und hier ist das besagte Schild. Wenn da vorne Welcome to Oklahoma ist, muss ja irgendwo auch Welcome to Texas sein. Das ist da vorne. Kann man es erkennen? Hoffentlich. Gut befahrene Straße hier.
Ja, wir haben ein Hotelzimmer in Oklahoma. Ich habe ein Hotelzimmer in Oklahoma gebucht. Ja, erstmal entschuldige ich mich dafür, dass ich mal bei dem Begriff Oklahoma ein bisschen schmunzeln muss. Ich habe unter Freunden den einen oder anderen Insider, was Oklahoma angeht. Aber bin jetzt gespannt, das erste Mal wirklich in Oklahoma zu sein. Auf das Hotelzimmer. Du bist schon in Oklahoma. In Oklahoma City zu sein. Ich bin auch schon sehr gespannt auf das Hotelzimmer, wie ich das diesmal gebucht habe. Und ja, ansonsten gäbe es da nichts hinzuzufügen. Wir sind wieder auf der Old Route 66 und ja, ich bin ganz ehrlich, anfangs war ich nicht so fasziniert davon. Inzwischen, wo der Magen gefüllt ist, jedoch schon. Ja, haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Ein Stau. 18 Minuten lang dürfen wir jetzt im Stau stehen, also 18 Minuten Verzögerung. Ja, kann man sich mal ausruhen. Was macht Johnny gerade? Bitte? Was macht Johnny gerade? Vlog schneiden. Ja, erzähl ein bisschen was darüber. Ja, das ist der zweite Handy-Vlog aus diesem Roadtrip. Und ich bin fast fertig. Ja, gut. Was mache ich? Ich habe hier eben schön Country Music gehört. Ja, und mir bleibt nichts anderes übrig, als hier im Stau möglichst schnell voranzukommen. Was natürlich schwierig ist, aber auch einfach wegen der Automatikschaltung. Wie gesagt, nicht mal ein Stau kann einen hier schocken oder stressen. Das ist gar nicht schlimm. Und hört Musik und einfach Gas geben oder bremsen, nichts kuppeln. Einfach herrlich. Ich will auch ein Auto haben. Unbedingt. So. Ja, los geht's mit der Roomtour. Warum ich ein bisschen schnell drauf bin. Ich glaube, es war nicht so gut, bei dem Restaurant einen extra large zu trinken, denn ich merke, die Blase drückt. Oh, beginnen wir mal an. Ob das so schlau ist, wenn ich auf Toilette muss. Fangen wir mal an mit dem Badezimmer. Toilette werde ich gleich ausprobieren. Waschbecken, Dusche und Badewanne. Weiter. So. Kühlschrank. Dann haben wir dort das erste Queen-Size-Bett, Fernseher. Dann haben wir dort die Arbeitsfläche, wie immer. Und das nächste Bett. Ja, das wär's gewesen. Tschüss. So, kaum sind wir angekommen in Oklahoma City, sind wir auch schon unterwegs. Und zwar in einer Mall mal wieder. Eigentlich wollten wir ins Kino gehen. Aber das Kino soll ja auch irgendwo sein, hat John gesagt. Er hat es auch wohl gesehen. Ja, auf der Karten-App. Ja. So, gucken wir hier ein bisschen mal in der Mall rum. Es ist draußen auch wieder schön warm geworden. Na, geht. Ja, ist schon in der Sonne. Auf dem Parkplatz eben war schon ganz schön heiß. Was wird immer zu mir gefilmt? Was soll ich denn noch erzählen? Und schon stehen wir in der Mall vor dem Kino. Wir müssen uns erstmal darauf einigen, welchen Film wir gucken. Es stehen nicht so viele zur Auswahl. Also Barbie und so ein Kram und Teenage-Kraken, das scheint schon mal aus. Klar. Und das Ding ist, die besten Sachen haben wir schon gesehen. Wie Indiana Jones oder Spider-Man. Ja. Stefan interessiert das nicht. Das stimmt. Aber ja, Insidious könnte ich hier ja gucken. Aber Stefan kennt die Vorgänger. Genau, nicht. Das heißt, das hat für mich überhaupt keinen Sinn, einen Film zu gucken, der den Abschluss einer Filmreihe darstellt, wo ich noch nichts von kenne. Das tut mir leid, aber das können wir in Bremen gerne nachholen. Also, dann bleibt einfach nur noch Mission Impossible. Ich würde sagen, das können wir auch gut verstehen. Da wird es mehr so um Action gehen als um Handlung, wenn er denn so ist wie die anderen Teile. Okay? Ja. Also ich bin, was sowas angeht, so James Bond kann ich mir sowas gut angucken, aber ich weiß nicht. Tom Cruise habe ich noch nicht so, also natürlich kenne ich die Vorgänger auch von Mission Impossible, aber irgendwie war so jeder Film immer gleich, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, stimmt irgendwie, aber wenn wir ein bisschen Spaß haben wollen, dann gegen Ende habe ich immer so ein Problem, so ich warte darauf, dass der Film zu Ende geht, weil dann
Mal gucken, ob es heute auch so ist. Also erstmal Tickets holen. Das geht in anderthalb Stunden geht das los ungefähr. Ja, machen wir das. Bei Macy's. Ich habe mir wieder was gekauft. Ja, hat sich gelohnt. Na gut, kostet 38 Dollar. Ist ein bisschen teuer, aber ich finde diesen Stoff so genial. Und werde deshalb zugegriffen. Und jetzt geht's ab in Richtung Kino. Ja. Wir sitzen jetzt im Kinosaal und ja, ich merke schon an der Werbung, der Sound von der Werbung ist eigentlich traurig. Hier in Amerika ist der Sound der Werbung lauter als der Filmsound in Deutschland. Also in Amerika sind die Kinosounds so viel lauter und intensiver. Also hier kann man den Film wirklich wahrnehmen. He's woohoo happy. And they are too. So, bequemer geht's nicht. Hoffentlich schlafe ich hier nicht ein bei dem Film. Also das ist wirklich der Hammer. Also sowas gibt's auch nur in Amerika, glaube ich. Produces the forage for these animals, like the one that's right there. Look at that, upstaging us again. For 20 years now I've been upstaged by cows. Wrong show, dude. So, der Film ist zu Ende. Ich muss sagen, ich fand ihn wirklich richtig, richtig gut. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe damit gerechnet, dass der Film erstmal richtig spannend wird und dann... Also was will jetzt hier die Rolltreppe runter? Nach einer Zeit lang... Abgestellt? Ja, und dann nach einer Zeit lang langweilig wird, aber er war die ganze Zeit unterhalten. Also war es wirklich sehr gut. Muss ich auch mal sagen. Das war also richtig spannend. Besser kann man einen Film also nicht machen. Erstmal war der Sound so, wie er sich gehört. Richtig geballert alles und die Musik war super. Ja, und dann muss ich mal sagen, von der Handlung natürlich alles total übertrieben. Aber der Film war keine Sekunde langweilig. Ja, dafür ist das gut. Also übertrieben zu sein ist eigentlich oftmals nicht gut. Aber für solche Filme, wo es eh die ganze Zeit um Action geht, ist es gerade gut, weil es ist ja die Unterhaltung. Und ja, ich würde sagen, dann freuen wir uns mal auf die Fortsetzung. Es gibt ja noch mindestens einen zweiten Teil, heißt ja Part One. Ja, das heißt erstmal ein Jahr warten. So, jetzt gehen wir. Vielleicht sogar zwei, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ach, mag sein. Solche Filme nehmen viel Zeit in Anspruch. So, jetzt gehen wir zum Hotel zurück, oder fahren besser gesagt. Und dann freuen wir uns morgen auf den nächsten Tag. Ja, und wie kann es anders sein? Müssen wir wieder unser Auto suchen? Suchen nicht, wir wissen, wo es ist. Nur wir müssen einmal um die komplette Mall laufen. Ja. Denn es gibt ein Geschäft, das heißt JCPenney's. Komischerweise parken wir mal genau vor diesem Geschäft und benutzen ihn als Eingang. Benutzen es als Eingang. Nur jetzt ist es halt schon so spät, dass alles geschlossen hat. Und wir können dort nicht mehr raus, also es auch nicht als Ausgang verwenden und müssen deshalb einmal um die komplette Mall laufen. Und da die Mall ziemlich groß ist, dauert es ein bisschen. Ja. Auch so, okay, so. Ach so. Ich wollte mich gerade mit Stefan über den Film unterhalten. Ach so.